Hallo zusammen, ich heiße Ivan Pöcklin. Ich bin 20 Jahre alt und fahre im GTC Race. Dieses Jahr fahre ich für Seifert Motorsport in Audi Arach GT4. Im Team C4 Racing und ich bin im GT4 Kader. Ich bin GT4 Kader. Also aktuell ist das Wochenende ein bisschen chaotisch. Ich bin jetzt 4 Monate nicht mehr im Auto gesessen und haben leider ein bisschen Probleme mit dem Auto. Also wir hatten keine Leistung und dann ist halt noch ein Qualifying bei uns ausgefallen heute Morgen. Also kein Training, keine Leistung und ja, aber wir hoffen, dass das Auto jetzt wieder funktioniert fürs Rennen. Ich erwarte ein positives Ergebnis von dieser Woche. Wir sind sehr schnell hier in Nürburgring und ich hoffe, wir haben ein Podium und hoffentlich bei 1. Also die Saison lief bisher eher chaotisch, also die ersten drei Rennen waren richtig cool. Gerade Lausitzring hat mir richtig Spaß gemacht und mir sehr gefallen. Und ich konnte mich auch echt steigern. Leider konnte ich dann das vierte Rennen nicht fahren, aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt hier am letzten Rennen, im Finale, haben wir Probleme im Auto. Und ja, mal schauen, ob heute das Rennen was wird. Diese Saison war nicht so einfach für mich, aber ich bin sehr zufrieden. Wir hatten ein bisschen Probleme früher, aber in Oschersleben habe ich Rennen gewonnen und ich bin sehr zufrieden und sehr stolz mit meinem Team und mit unserer Arbeit. Und ich hoffe, letzter Lauf wird besser. Also mein Traum ist auf jeden Fall irgendwann von GT4 auf GT3 umzusteigen. Und also ich bin ein riesen Lamborghini-Fan und vielleicht wäre halt ein Traum von mir, mal ein GT3 Lamborghini zu fahren. Und auch mal auf dem Red Bull Ring zu fahren. Mein Ziel im Motorsport ist, Werksfahrer zu werden und DTM fahren. Ja, ich bin richtig, richtig stolz auf unseren GT4-Kader hier im GTC Race. Die Jungs und Mädels haben es auf der Strecke richtig fliegen lassen, geiles Racing geboten. Und wir haben ihnen abseits der Rennstrecke ein tolles Programm geboten, damit sie vieles auf ihrem Weg durch den Motorsport, durch ihre Laufbahn noch mitnehmen können. Wir haben Medienschulungen mit Tobi Schimon gemacht, wir haben Sponsorengewinnung und Sponsorenpflege mit aufgenommen und ihnen viele Möglichkeiten aufgezeigt. Wir haben das Thema Fitness durchleuchtet, Fitnesschecks gemacht, mentales Training, mentales Coaching mit in Angriff genommen, um sie bestmöglich auf ihre Karriere vorzubereiten. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf das Finale, auf das Racing auf der Strecke. Wer setzt hier am Ende durch als Förderpilot oder Förderpilotin? Ich bin richtig, richtig gespannt und wünsche euch ganz viel Spaß beim GTC Race Finale hier auf dem Nürburgring 2023.